Wir haben eine Akkuflex dabei und eine Kettensäge. Und was das gibt, seht ihr jetzt. Das soll dafür sein jetzt. Es wird eng. Was passiert im schlimmsten Fall? Was du am Anfang gesagt hast. Echt jetzt? Ein Auto brennt. Ich habe ein bisschen Angst. Ich auch. Im schlimmsten Fall habe ich einen Feuerlöscher dabei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht so dolle. Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Der ein oder andere wird die Halle hier bestimmt kennen und genau. Den netten Herrn hier an meiner Seite auch. Ich habe mir nämlich Verstärkung geholt. Es geht in den nächsten Teil des Jeep-Ausbaus und es geht ums Thema Elektronik, genau. Licht. Und bevor ich das Ding hier in Flammen setze, weil ich davon absolut keinen Plan habe, habe ich mir den Marvin an die Hand geholt. Ja, wir versuchen unser Bestes. Ich würde sagen, es kann losgehen. Akkuflex ist da, wir haben eine, weiß ich gar nicht, was ist denn das da hinten? Ich erzähle schon wieder so lange, jetzt habe ich das versaut. Geil. Das ist doch realistisch, Leute. Ihr wisst gar nicht, wie anstrengend es ist, als YouTuber eine Anmoderation zu machen, weil man immer 10-mal versucht, das Beste herauszuholen. Dabei versucht man schon so in den ersten Parts einen riesen Roman zu erzählen. Also egal. Willkommen zum neuen Video. Fünf Intros haben wir schon gemacht, jetzt machen wir es nochmal. Willkommen zum neuen Video. Ich bin Itz vom Kanal Itz Marvin und du bist Buddy vom Kanal Adventure Buddy. Also theoretisch kann es losgehen. Wir haben eine Akkuflex dabei und eine Kettensäge. Und was das gibt, seht ihr jetzt. Die läuft auch schon jetzt. Oder? Die läuft schon jetzt, okay. Ja. Alles klar, sehr schön. Ist immer so schwierig, dass man beim Weitwinkel nicht so stabil aussieht. Aber es wird schon funktionieren. Hinten Spotlights und für die Seite. Solche kleinen Lightbars, links und rechts. Ja, ja, Schalter sind dran, okay. Aber ich glaube, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen was optimieren. Um löten. Das ist ja vollkommen egal. Ich würde sagen, wir bauen erstmal die ganze Geschichte außen dran, legen die Kabel nach innen und dann gucken wir innen, welche Sachen wir mit der Stichsäge zersehen. Um letztendlich auf einen wundervollen Nenner zu kommen. Wir haben Heißklebepistole da, wir haben Silikon genug da, also wir können wieder alles zusammenbauen. So, wie gesagt, wir haben jetzt zwei Spotlights für hinten, ja, dass du irgendwie abends, wenn du mal zurückfährst oder sowas im Gelände, ein bisschen Überblick hast oder wenn du halt hinten irgendwie dran stehst, was kochst und so weiter und so fort, dass man ein bisschen Licht hat. Und für links und rechts, so auf Höhe des Fahrers, einfach zum Gelände ausleuchten und dann halt vorne die große Leitbar. Guck mal rein, hier in das Superpaket mit dem super scharfen Messer. Boah, das ist so scharf, das Messer, dass ich Angst haben muss, dass ich den Inhalt direkt mit zersäge. Oh. Das soll dafür sein jetzt als Kabeldurchführung? Ich glaube, hier liegt noch was. Das könnte sein. Was ist das denn, ey? Da sind wir mit Silikon aber besser bedient. Nein, Leute, wir haben das richtige Bauteil. Das kommt aufs Dach, ne? Das kommt theoretisch aufs Dach und da könntest du die Steckverbindung trennen, wenn du sagst, du möchtest den Dachträger abbauen und möchtest mal in die Waschstraße fahren oder so. Dann perfekt. Dann kannst du auf jeden Fall, aber keine Ahnung. Ah. Aha, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Pinne. Wie viele Lampen haben wir? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Lampen. Das ist jetzt die Seitenleitbar, ne? Das war richtig. Das ist genau. Die ist wirklich sehr geil. Leute, ohne Scheiß, verlinkst du die in die Videobeschreibung, die Produkte? Ja. Schau dir in die Videobeschreibung, habe ich auch drauf. Sehr, sehr, sehr geiles Ding, vor allem die Lichtverteilung. Na gut, hier kann man das nicht sehen, aber die geht tatsächlich ein bisschen nach links, rechts und du hast Fernlicht. Du hast zwei Funktionen. Okay. Einmal Arbeitsscheibe von nach links und rechts ausgeleuchtet und einmal richtig schön, richtig fettes Fernlicht. Also sehr geil, das Ding. 270 Watt. Das wird natürlich von der Amperezahl des Steckers wird das schon ein bisschen knapp. Ne? 270 Watt ist schon, guck dir mal den Querschnitt an von dem Ding hier. Was passiert im schlimmsten Fall? Was du am Anfang gesagt hast. Echt jetzt? Ein Auto brennt. Ich habe ein bisschen Angst. Ich auch. Das ist ja nicht dein Auto, ne? Machen wir die Dose dran. Und zwar? Das ist gut. Ja gut, wenn du das genau mittig setzt, könntest du ja hier das Kabel durch drunter fummeln. Ja, stimmt. Das würde theoretisch gehen. Und dann geht man hier irgendwie... Also man kann beim Jeep, das ist jetzt vielleicht unser Vorteil, wir können die Scheibe mit einem Schalter einfach nur hier nach vorne klappen. Bei dem Modell? Ja. Nein. Doch. Und deswegen können wir dann lassen wir das einfach auf, da brauchen wir auch nicht bohren. Perfekte Lösung. Also ich hätte das nämlich sonst vielleicht sogar hier irgendwie auf der Seite gemacht. Ja, muss das war meine Überlegung. Ne? Bitte? Ich habe gar keinen Himmel. Nein, da ist kein Himmel. Michael, wir nehmen den in die Schleuder. Mein Gott, ey. Was ist das denn? Das ist GFK. Ach stimmt, du hast ein Cabrio, ne? Ja. Kannst du nur nicht mehr fahren jetzt mit dem Dachträger, oder? Richtig. Ja gut, dann müssen wir durch das GFK durch. Aber das ist ja noch besser. Ne? Ja, das hinterher. Ja, dann machen wir das. Ich meine, da habe ich Erfahrung mit. Mit? Mit Löchern.
Okay. mit Löchern. Jetzt kommen die Lampen erstmal so an Träger ran. Und danach geht es dann an die Elektronik. Und davon habe ich, wie gesagt, absolut gar keinen Plan. Aber wir schauen uns das Ganze mal an. Und im schlimmsten Fall habe ich einen Feuerlöscher dabei. Das ist eigentlich, als wenn man hier ein IKEA-Regal aufbaut. Anleitung ist da. Schrauben fein säuberlich sortiert. Und was am Ende überbleibt, kommt halt einfach in Müll. Ich gucke mir das jetzt mal von oben an. Ich mache dir mal das Ding da eben ab. Weil das ist mir alles ein bisschen zu unsicher hier mit einer Seite hochklettern. Wir müssen ein bisschen so die Datenschutzbestimmung beachten, ne? Mach das mal. Okay, ich bin da. Also durch diese Seite. Was für ein Schmand drunter ist hier, guck mal. Nee, ich kann nicht sehen. Ich hab's gerade an dem Ding. Das sind alles Fliegen. Bei 10.000 Likes gibt's den Finger mit den Fliegen. Bisschen fummelig alles. Ja. Aber ich fummel gerne. Okay. In Löcher. Nee. Es sieht spektakulär aus. Ja, ist es auch. Würden Sie kurz Ihren Fortschritt da beschreiben, was Sie da tun? Ich bin jetzt bei der. Ich kloppe Macken in mein Dach. Ob das von der Höhe passt. Warte, ich guck mal von hinten. Da ist ja hier so ein Loch. Ja, ich sehe das Loch von hier nicht. Ah, jetzt ist aber schon oben an der Schraube dran. Jetzt ist oben an der Schraube dran, ja gut. Hm. Ja. Meinst du, das wird nichts? Das wird nichts. Ist Akkuflex. Ja. Oder? Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie immer unten in die Kommentare rein. Denn Teil 2 kommt dann nächste Teil Woche. Teil 2 kommt nächste Woche. Tschüss! Wenn wir die zweite Schraube reinmachen. Oh Gott. Jetzt ist Improvisation gefragt. Man muss aber noch mal hinzufügen, dass Frontrunner da tatsächlich nichts für kann, beziehungsweise doch, die können was dafür. Die haben das halt ein bisschen verpennt mit der Schraube. Ne? Wir hatten eigentlich 4 von den schwarzen gebraucht. Genau, tatsächlich. Sind jetzt leider nur 2 dabei. Und wir haben jetzt natürlich die gleiche Schraube, nicht in schwarz, aber die ist etwas zu lang. Das heißt, wir kürzen jetzt einfach mal ein. Jo! Oh nee. Was ist das Problem? Das ist eine Belastung jetzt. Ich weiß, was das Problem ist. Die Axt. Ja, die muss ab. Oh. Ich hol mal was zu essen. Das ist alles nicht so einfach. Ich muss sagen, dieses Stecksystem von Frontrunner ist auf jeden Fall ziemlich geil, weil wenn du den Dachträger davon hast und dir irgendwelche Anbauteile holst, halt auch von Frontrunner, dann brauchst du eigentlich keine Gedanken machen, wie du das irgendwie befestigt kriegst. Das ist ein bisschen Fummelarbeit manchmal, aber dafür ist das Ganze ja wie so ein Puzzle-Prinzip einfach. Du kannst da immer irgendwelche Anbauteile nachmachen oder auch wieder einfach abmachen. Wir haben hier den Part für die Batterie vorne. Wir haben direkt ein Relais dran, hier plus und minus für die Batterie. Damit gehen wir dann in den Innenraum und das wäre der Stecker letztendlich, um nach oben zu gehen, zu der letztendlichen Leitbar oder was auch immer ihr anstöpseln möchtet. Und dann haben wir noch einen zweiten Kabelstrang dabei und der geht einfach nach vorne zu dem Schalter, um das Relais hier zu schalten. Und die sind halt auch wasserfest, ne? Mhm. Das ist schon cool, dass ihr die direkt so geliefert kriegt. Das heißt, das Set ist schon so dabei und dann müsst ihr die halt nur noch verlängern. Weil das ergibt ja keinen Sinn, jetzt zu sagen, wir machen jetzt da 3 Meter Kabellänge, wenn jedes Auto unterschiedlich ist. Manchmal baut man die auf einen Unimog, manchmal baut man die auf einen Jimny, manchmal auch auf andere Fahrzeuge. Man weiß es nicht. Der Massepunkt ist ja immer dicker als der Pluspunkt. Über die Masse läuft mehr zurück als über Plus hin. Ne? Masse ist ja der Sammelpunkt. Masse ist dicker. Genau. Er ist Elektromeister, also von daher, ja, der weiß schon, nein, ist er nicht, aber es wirkt halt ein bisschen wichtiger. In dem Video jetzt, habe ich gedacht, kann man so stehen lassen. Ja. Jetzt geht ein Kabel von hier auf die andere Seite und von da aus geht es dann nach vorne. Genau. Jawoll! Oh, ist mal hell. So, das war natürlich nur ein kleiner Test mit einer Zusatzbatterie. Das heißt, wir müssen jetzt noch rein, wir müssen noch ein Loch in den Himmel bohren.
alles verkabeln, nach drin, in den Motorraum, zur Batterie. Nicht so dolle. Guck mal, du hast einen Besenhalter, ey, geil. Guck mal, wo der ist. Kommt der da raus? Jo, da ist er. Echt? Ja. Geil, jo, ich sehe das Licht. Sehr gut. Meine Herren, ey. Du hast da so ein kleines Häutchen durchstoßen. Meine Damen und Herren, gerade für die jüngeren Zuschauer, so sieht das letztendlich auch in live aus. Steckt der Besen noch? Nee. Soll ich mal den Finger reinstecken? Siehst du's? Also so sieht jetzt übrigens hier die Kabellage aus, die in den Innenraum muss. Das ist schon ein dicker Baller. Habe ich schon dickeres in der Hand gehabt. Leute, ich zeige euch das nochmal ganz kurz hier. Da, durch dieses kleine Loch, müssen wir durch, in den Innenraum und dann da drüben zur Batterie. Einmal hier die Geburt mitfilmen. Da, wo sich der weiße Stecker bewegt. Da guckt das Köpfchen schon raus. Ich fühle mich ein bisschen wie so eine Hebamme. Er kommt. Ja. Der liebe Kollege wird jetzt hier 4 Löcher anzeichnen. Wie oft haben wir eigentlich schon ein Loch in dem Video gesagt? Ich weiß es nicht. Und ein 10er Loch in die Mitte setzen für die Kabeldurchführung nach oben. Doch, ich bin durch. Du bist durch. Das erste Loch ist durch. Topfer. Fürs Gesicht. Schlagen direkt. Echt? Hm. Sieht man das? Nee, es sieht noch gut aus. Ist egal, ob du triffst die Löcher. In einem beschlagenen Auto wird man auch die Löcher treffen, oder? Oh. Da ist es. Aber unscharf. Oh, das sieht so böse aus. Guck mal, wie er das wegschabt. Mhm. Oh. Ich würde den nicht drücken. Du Scheiße. Ich würde den nicht drücken. Nee, ich drück auch nicht. Ich würde den nach außen ziehen. Was meinst du? Also ich würde den Bohrer langsam reingleiten lassen in die Öffnung. Langsam hineingleiten lassen. Soll ich ihn nochmal herausholen? Ja, langsam zurück. Und jetzt nochmal mit ein bisschen Spocke. Leute, es geht jetzt um die Wurst. Wir brauchen jetzt ein bisschen Konstruktionskleber. Jawohl. Nicht so sparsam. Meinst du richtig einen raufjauchen? Ich sehe das Loch nicht mehr, das ist jetzt nicht so. Ja. Kannst du da vielleicht mal durch? Leuchten? Nee, durchleuchten, ja. Ja, wie geht soll das denn gehen? Da ist Kleber drin. Der Kleber ist schwarz. Achtung! Es sei denn, du siehst jetzt. Was? Nö. Nö. Ah. Da ist er. Da ist er, der erste. Ich zieh raus, ja? Ja, zieh ihn raus. Ekelig. Das ist wirklich eine eklige Angelegenheit hier. Was ja, aber soll kann doch nicht sein, dass die Schraube da nicht durchgeht. Ich werde jetzt ein bisschen Druck ausüben, ja? Ja, versuch mal. Ich gehe runter. Zieh ihn mit rein. Ah, da ist er! Wie kommt das denn jetzt? Das kann ja nicht wahr sein. Ah, oh, jetzt habe ich den Scheiß. Ich habe den Scheiß am Finger. Ja, ich auch. Ich habe ganz viel davon am Finger. Da heißt, schön! Ich darf jetzt die Geschichte von unten kontern, ne? Wenn du, ja. Kommt da Sülze raus unten? Da ist alles voll, der ganze Himmel. Ach, red nicht! Doch, da sind irgendwelche Malereien am Himmel. Und, so. Und Drecksblach raus aus YouTube. Und, ja, heftig einfach. Da waren irgendwelche Hater zugange, während wir hier fleißig. Nee, ehrlich, also geht. Also ich würde jetzt einfach eben unten die Dinger draufsetzen und du ziehst die oben an. Ja. Ich halte die unten mit der Zange fest und du ziehst die oben an. Okay. Dann haben wir einmal durch. Ja. So, jetzt drückt sich langsam der Kleber hier raus. Oben wird dann auch fester bei dir. Ja, drück jetzt auch aufhören. Also nee, erst wenn er knackt. Ist fest, sagst du? Ja, das ist fest. Leute, wir haben es geschafft. Das heißt, ich kann jetzt die Elektronik hier draufklemmen. Beziehungsweise wir müssen noch 3 Schalter installieren. Aber ich habe erstmal Hunger irgendwie gerade. Ich muss erstmal den Kot hier oben wegwischen. Ich komm runter. Das sieht hier aus wie nach einer Geburt. Ich bin hier oben. Fertig. Boah. Oh, jetzt, Alter, jetzt kommt der Moment, wo ich echt ein bisschen Angst habe, muss ich sagen. Bam! Heide Witzka! Jetzt geht's um die Wurst. Meine Damen und Herren, jetzt fällt euch ein Eck aus den Trousers, wenn ihr seht, was jetzt leuchten wird. Nämlich gar nichts. Es geht los. Es leuchtet! Sehr gut. Schön. Oder? Sehr geil. Sehr hell, das Ding. Es hat funktioniert. Hier. Tatsächlich. Auf jeden Fall haben wir die 3 Schalter. Zack, zack, zack. Kabel hinter verstaut, sieht man eigentlich nichts mehr von. Hier geht's dann lang nach oben. Und dann, wie gesagt, hier aufs Dach. So Leute, ich zeige das Ganze jetzt hier nochmal aus dem Auto raus. Standard Abblendlicht. Dann hauen wir jetzt mal die erste Lampe für vorne rein. Zack, volles Matt, der große Scheinwerfer vorne. Hier den zweiten Taster. Damit gehen dann die Seitenlichter an. Da und da, einmal als Vergleich. Aus, an.
Einmal einen Blick in den Rückspiegel. Mit dem Rücklicht. In dem Sinne war es das auf jeden Fall mit dem Video. Was man dazu sagen muss, ich wie gesagt alleine, ich hätte es auf keinen Fall hingekriegt. Wenn sich jetzt jemand diese Lampen holt und keinen Plan von Elektrik und so hat, dann wird das nichts. Ich wollte jetzt schon sagen, du sagst, ja dann fahr zum Marvin. Meldet euch gerne hier unter der folgenden Adresse, werde ich unten einblenden. Hier werden sie geholfen. War auf jeden Fall eine coole Nummer, hat Spaß gemacht, sieht mega geil aus. Eure Meinung dazu in die Kommentare, wir haben noch gerade ein kleines Video für Marvin gedreht. Das ist zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon online. Kleines Video? Ein kleines Video. 40 Minuten. 40 Minuten, ja. Nur geschnackt. Könnt ihr auf jeden Fall also auch mal vorbeischauen und in dem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald. Schönen Dank fürs Helfen. Ich bedanke Corona, mich recht Corona herzlich. Corona-bedingt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.